Liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, wir machen weiter mit dem Paket aus Bayern vom lieben Silentium. Und zwar das Augustinerpilz. Ja, das kennen wir noch nicht, das hatten wir noch nicht. Kommt hier in so einer kleineren Flasche daher. Erstmal recht unscheinbar, wenn wir da so raufgucken. Allerdings, ja, gibt es so einige Details drauf zu erkennen auf dem Etikett. Schöne Hopfendolden, schöner Schriftzug. Nur so ein bisschen so verblasst, so chromfarben verblasst, so schaut das aus. Ja, weiß ich nicht, also im Laden, es ist jetzt nicht wirklich ein Eyecatcher, ne? Aber wenn man so genauer hinschaut, so, jo, da ist was. Ja, aus München kommt das, aus Bayern. Dann haben wir drin Wassergerstenmalz, Malz, Hopfen und 5,6% Umdrehungen für einen Pilz, Freunde. 5,6%, also das ist schon ein bisschen stärkerer Kandidat, ja, also... Ich gehe mal so weit. Ich glaube, das ist das stärkste Pilzbier, was ich tatsächlich getrunken habe. Also ich bin mal gespannt. So, Freunde, habt ihr Bock drauf? Habt ihr Bierdurst? Ich habe auf jeden Fall Bierdurst. Es ist jetzt nämlich wieder mal Nachmittag, also ist es wieder Biertime. Und ja, müssen wir mal wieder machen. Ist mal wieder an der Zeit. Cheers. Das halte ich jetzt immer hoch hier an meinen Pappaufsteller. So, würde ich sagen, machen wir mal auf. Hier, die Kapsel ist bedruckt seit 1487. Ja, da steht er da schön mit so einem Bierkrug. Oh, so ein bisschen Gelb da auch noch mit drin. Sieht doch erstmal ganz ordentlich aus. So, machen wir mal auf. Zack, offen ist er. Oh, krischte Sammler. Dann schauen wir erstmal nach. Entspannungsverdampfung kommt raus und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Oh ja, ich sehe es schon. Das läuft gut rein. Oh, Leute, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hoffentlich schmeckt es auch. Naja, gucken wir erstmal, was ist denn das da überhaupt? Hm? Ist ein Bier, ne? Gibt sich als Bier zu erkennen, finde ich schon mal gut. Von der Blume her, zwei Fingerbreite Blume bei einem mittleren Einschlag. Fein bis mittelporig, schneeweiß. Einige Luftbläschen sind drauf, ja, allerdings... Kein Zerfall und auch keine Kraterbildung. Aus diesem Grund würde ich mal so sagen, 90 Sekunden Standard wird hier das Blümchen da schön im Glas stehen bleiben. Schaut mal, bleibt auch schön an der Glaswand haften. Schaut mal am besten selbst da, ne? Hier, Blume und so. Ja, sieht doch ganz gut aus, ne? So, was haben wir im Glas drin? So, im Farbspektrum bewegen wir uns bei einem helleren Getreidegold. Ja, können wir als Pilzbier, glaube ich, so durchgehen lassen. Durchaus naja, obwohl, also so wirklich Glanz ist da jetzt nicht, ne? Also richtig schimmernd und glänzend ist es nicht. Es ist eher so ein bisschen, ich würde mal sagen, leicht verblasst, aber so ganz leicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe es gerade nochmal, da steht die Softbox da, da habe ich gerade nochmal so reingeguckt. Also es ist, wie gesagt, ein helleres Getreidegold, das halt nicht wirklich tief ist, sondern vielleicht ein bisschen verblasst daherkommt, ohne aber wässrig zu wirken. Also das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ja, Karbonisierung, würde ich sagen, ist durchschnittlich, perlt mittlere Perlung ganz gemütlich ab, ist jetzt nicht irgendwie ein Jacuzzi, ist aber auch nicht total eingeschlafen, also so absoluter Durchschnitt. Und was ich richtig geil finde, ist, Leute, der Blumenteppich, sprich die Blume, die weist immer noch einen Finger, ja, Breite auf. Also das ist ordentlich, das sieht sehr, sehr gut aus. Leute, was soll ich sagen? Optik, Ästhetik. Ich finde, das sieht appetitlich aus. Ich finde, das macht mir durch, das sieht gut aus. Wenn der Wirt mir das so hinstellt, sage ich, komm Junge, geh schon mal los, zapp schon mal das nächste. Biersüffler hat wie immer Bierdurst. Aus diesem Grund 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, wollen wir mal ein bisschen anschnuppern, mal sehen, was wir da haben. Ja, kräftig, würzig vom Bouquet her, eigentlich klassisch, wie ein Pilz eigentlich auch riechen sollte. Durchaus ein bisschen Hopfenfloralität da hinten raus, ne? Ja. Schon ein bisschen mehr gewürzter das Ganze. Und den Hopfen kannst du wirklich schön rausriechen. Also auch schön klar definiert vom Bouquet her, finde ich, riecht gut, riecht lecker. Schön selbstbewusst, so soll es sein. So, und nu? Genau, jetzt kommt der Antrunk, ihr Lieben. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh ja. Oh. Oh. Oh,
Augustiner, ich überlege gerade, Augustiner, da hat man das Augustiner hell gehabt. Ich glaube, das war auch soweit solide, ne? Wenn wir uns daran so erinnern. So. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ist auch schon eine Weile her. Ich nehme noch mal einen zweiten Schluck, ja, der sei mir mal gegönnt. Also, der Antrunk. Das ist ein Bier, Freunde, da wo ich schon sagen würde, ja, das ist wieder so ein typischer Fall, klassisches Pilzbier, das tatsächlich auch dynamisch daherkommt. Es ist ein dynamisches Bier, das will getrunken werden, das hat einen guten Zug drauf, das ist süffig. Aber, und jetzt kommt das Aber, da sind dann wieder so diese kleineren, ihr wisst schon, Aromaspitzen drin, die man herausschmecken kann. Ich wollte nicht sagen tut, sondern kann diesmal. Und zwar sehr viel im hinteren Bereich. Also so eigentlich kann man sagen, es ist die Aufgabe erfüllt, hier ein Pilzbier in den Mundraum reinzubekommen, das vom Malzkörper her sehr zurückhaltend ist. Da ist jetzt keine große Getreidigkeit, die ich wahrnehme. Fruchtigkeit meldet sich tatsächlich hier ganz klar vom Hopfen ausgehend. Und der Hopfen spielt hier wirklich auch die größte Rolle. Grasig, floral, blütig, leicht herb. Also aus diesem Grund, ja, es ist alles richtig gemacht. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen zögern lässt, ob ich es mag, das ist jetzt noch so die Frage. Ich versuche gerade so in meinem Kopf, deswegen habe ich so ein bisschen gezögert, so ein bisschen zu überlegen, an was mich das erinnert. Ich versuche gerade mal das Rattertier, gerade so die ganzen Pilzbiere aus Deutschland mal so zuzuordnen. Und mal so diese Textur mal irgendwie so, ja, in Erinnerung zu holen. Weil das hat ja so ein Einzel, das ist wieder so ein Kandidat, was so einen Einzelstellwert hat, ja. So, das ist wieder so dieses Besondere, so ein Wiedererkennungswert. Ich weiß, das sind jetzt erstmal alles Attribute, die so positiv klingen. Nur subjektiv vom Geschmack war ich jetzt nicht ganz so überzeugt. Hat mir noch so ein bisschen nur das. Komm, wir gehen da nochmal rein. Machen wir mal Biologie, gehen wir mal noch ein bisschen tiefer da rein. Muss da nochmal drauf sein da. Erstaunlich saftig, also es sieht gar nicht so saftig aus, ist aber tatsächlich auf der Zunge richtig saftig. Also, das merkt man auch. Der Nachhall hier kratzt nichts, beißt nichts, juckt nichts. Sehr angenehm und sehr lange, sehr intensiv im Nachhall. Also, das ist ein schöner Geschmack noch vom Hopfen auf der Zunge. Finde ich schon mal ganz gut. Zweifelsfrei Aromahopfen drin. Merkt man auch eine leichte Fruchtigkeit. Geht so in die Zitronenrichtung rein. Überreife Apfel, überreife Birne, Zitrone. Ja, ein bisschen herb, ne? Also von der Herbe her, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich auch hier so sagen, so naja, das müsste so irgendwie so zwischen 35 und 37 IBU sein. Wenn ich schätzen müsste, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht so herb wie das Jefer. Es ist schon nah, sage ich mal, von der Textur, wo ich so fast an Flensburger denken müsste. Wäre das jetzt hier noch ein bisschen würziger, würde ich jetzt fast sagen, Mensch, das könnte ja auch ein Flensi sein. Aber du merkst halt noch so einen gewissen Unterschied, weil es einfach noch ein bisschen fruchtiger, erfrischender tatsächlich wirkt. Ne? Nicht ganz so stark gewürzt. Aber irgendwie... Ich weiß, ich kann auch noch nicht mal ausdrücken, was mich da dran stört. Ich kann euch das wirklich gar nicht sagen. Also irgendwas stört mich da dran, aber ich weiß nicht was. Also das ist so ein Kandidat, so den kannst du irgendwie so trinken. Das ist so ein ja, da gehst du zu Besuch oder so, ja, und dann kriegst du es so serviert und dann wirst du es auf jeden Fall trinken und wirst so richtig begeistert sein. Aber irgendwie zu Hause so, dann denkst du auch so, naja, das irgendwie, da fehlt was. Irgendwas fehlt, ich weiß aber nicht was. Es schmeckt gut. Ich glaube, es ist der Hopfen. Ich glaube, die Hopfenauswahl, die ist ein bisschen unstimmig. Aber das ist, wie gesagt, nur subjektiv. Also das liegt jetzt nur an mir.
wo ich sagen würde. Weil es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, voll geil, die feiern das bestimmt voll. Na, irgendwie, vom Hopfen her, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann euch das gar nicht sagen, aber irgendwie. Das ist so stumpf. Trocken. Jetzt haben wir es. Trocken. Das ist mir zu trocken. Das ist es, was mich stört. Das ist dry, Leute. Das ist zu trocken. Das ist, was mich so stört. Jetzt haben wir es. Weil das ist ein leckeres Bier, aber das ist mir nach hinten raus zu trocken, ehrlich gesagt. Ja, eindeutig. Das ist mir zu trocken. Jetzt haben wir es. Bierseflasche, Sherlock Holmes. Jetzt ist er wieder hier. Ja, jetzt hätte er es herausgefunden. Nee, das ist ein leckeres Bier. Das ist ehrlich. Das kann man trinken. Nur mir persönlich ist es zu trocken. Und ich mag einfach keine trockenen Biere. Das haben wir ja schon mal herausgefunden. Deswegen, das haben wir. Das jetzt haben wir. Siehst du? Ja, Bierseflasche. Ja, das ist ja perfekt, Mensch. Gut, fassen wir zusammen. Augustiner Brau München des Pils. Die älteste Brauerei Münchens. Was soll ich sagen? Qualitativ hochwertiges Bier. Schmeckt absolut ehrlich. Ist ein Pilzbier. Wird dem absolut gerecht. Sieht super aus. Riecht vom Bouquet her sehr selbstbewusst. Im Antrunk sehr frisch, sehr süffig. Malzkörper eher ein bisschen zurückhaltend. Fruchtkörper deutlich wahrnehmbar. Hopfenfloralität, Blütigkeit, Grasigkeit, alles was man so mit einem Hopfen in Verbindung bringt, ist zweifelsfrei in diesem Bier vorhanden. Aus diesem Grund top. Jetzt muss man es entscheiden. Objektiv, ganz klar, würde ich 5 Punkte geben. Ist es wert? Kann man 5 Punkte geben, objektiv? Subjektiv, und auf diesem Kanal geht es um Subjektivität, also um meine Meinung, meine persönliche Meinung, sage ich, es ist mir zu trocken hinten raus. Aus diesem Grund mache ich ein Punktchen Abzug. 4 von 5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.